Heute ist der 2. April 2016. Hier ist Hans-Dietrich Genscher zu sehen, am 1. April 2016 im Alter von 89 Jahren gestorben. Hier direkt ein Bild vor seinem Geburtshaus in Halle-Reideburg. Dieses stand Jahre oder Jahrzehnte lang leer und verfiel. Mich wundert es dann auch, dass das, weiß nicht wann, saniert worden ist und jetzt halt ziemlich gut aussieht. Vielleicht original, weiß ich nicht. Jedenfalls hier steht, das ist halt hier auf GMX im E-Mail-Portal, er selbst ist in Halle an der Saale geboren. Das ist falsch. Hans-Dietrich Genscher ist in Reideburg geboren. Reideburg ist heute und auch schon seit Jahrzehnten ein Stadtteil von Halle-Saale. Aber damals, als Hans-Dietrich Genscher geboren worden ist, war Reideburg eigenständig, ein Dorf, und war halt bei Halle-Saale, aber gehörte nicht zu Halle-Saale. Dieser Fehler wird sehr, sehr häufig begangen, dass man schreibt, Genscher wurde in Halle an der Saale geboren. Aber richtig korrekt ist es nun mal nicht, weil er in Reideburg geboren worden ist. Ist zwar seit Jahrzehnten ein Stadtteil von Halle, aber damals war Reideburg noch eigenständig. Und somit ist Genscher in Reideburg geboren und nicht in Halle an der Saale. Das ist nun mal so. Aber was will man von GMX erwarten? GMX ist in etwa so klug wie irgendwelche Leute vom SSL-Forum. Diese Kinderfänger, die sich noch von der Mutti zu Hause ihre Wäsche waschen lassen. Und so ist halt auch GMX.